Die Arbeitsbedingungen für die vierte Gewalt im Staat werden rauer. Und das ist gefährlich. Die Anschläge auf die Pressefreiheit gelten nicht nur Journalisten, sie gelten der Zivilgesellschaft. Atelier. Freiheit der Kunst. Lebensgroße Silikonskulpturen und fotorealistische Gemälde machen ihn zum neuen Star der internationalen Kunstszene. The Kid. Schon als ich klein war, war ich besessen von der Idee, meine eigene Welt zu erfinden. Beim Spielen musste ich eine echte Erlebniswelt schaffen. Es hat mir nie ausgereicht, nur ein Brettspiel zu spielen. Es musste mehr sein. Ich musste eintauchen ins Geschehen. Das war schon immer wichtig für mich. Und das versuche ich auch mit meinem Werk. Dass man wirklich in das Geschehen eintaucht und der Zuschauer gefangen ist. In meinen Skulpturen nehme ich Bezug auf die Kriege, als junge Leute an der Front waren. Und ich denke, wir sind heute an einem Wendepunkt angelangt, wo wieder junge Menschen aufstehen müssen. Denn es werden ganz bestimmt nicht die Erwachsenen, die Politiker oder das Establishment sein, die etwas ändern. Es sind die jungen Generationen, die sagen müssen, das ist nicht richtig, das ist nicht das, woran wir glauben. The Kid ist ein Weltbürger, hat holländische und brasilianische Wurzeln. Als Teenager hat er in den USA gelebt. Jetzt arbeitet er zwischen Paris und Amsterdam. Sein Werk ist hochpolitisch und der kulturelle und politische Einfluss der USA sind deutlich zu spüren. Die Ergebnisse der Kongresswahlen waren enttäuschend, aber keine Überraschung. Die Verankerung des Nationalismus und Faschismus in den Vereinigten Staaten schreitet zwar langsam, aber stetig voran. Ich bin nicht überrascht, aber ich bin enttäuscht, weil ich fürchte, dass sich das auch auf den Rest der Welt auswirken wird. Die Herstellung der Skulpturen dauert sehr lange. Ich liebe die Werke von Künstlern wie Ron Muick oder Jan Fabre und natürlich die Chapman Brothers. Sie sind meine Idole. Ich liebe ihre extrem realistischen Skulpturen. Aber ich wusste nicht, wie man sowas macht. Es gibt keine Informationen darüber. Also habe ich mir YouTube-Videos dieser Künstler angeschaut und ihre Bücher gekauft. Mir ihre Ateliers angesehen, was da für Sachen da im Hintergrund rumstehen. Und dadurch habe ich nach und nach gelernt, ich war nie in der Kunsthochschule oder so. Ich hasste die Schule. Ich habe da nie reingepasst. Und vor ein paar Jahren habe ich angefangen zu malen. Aber es war etwas, das ganz natürlich kam. Manche Leute denken, dass meine Gemälde zum Realismus gehören. Aber ich habe nie darüber nachgedacht. Es ist einfach eine Form, die zu mir spricht. Meine Großeltern haben mich erzogen. Und daher stammen all meine Spielsachen und Bücher aus einer anderen Generation. Ich hatte Märchenbücher aus den 40er und 50er Jahren. Und die waren so wunderbar illustriert mit so vielen Details. Mein Ziel ist es, diese Kids in einem Moment einzufangen, der ihre Zukunft bestimmt. Zwischen Unschuld und Korruption. Der Moment, in dem wir beschließen müssen, von der Kindheit Abschied zu nehmen und in die Welt zu gehen. Der Moment, in dem wir entscheiden, wofür wir einstehen, an was wir glauben. Werden wir sprechen oder schweigen? Speak up or will we be silent? Meine Werke sind ich. Sie reflektieren immer meine Ängste, meine Hoffnung, meine Fragen, alle Ungerechtigkeiten, mit denen ich zu kämpfen habe. Ich hoffe, dass ich die Menschen damit zum Nachdenken bringe und ihnen eine andere Perspektive aufzeigen kann, die vielleicht poetischer ist. Und ich hoffe, dass die Menschen danach anders auf die Welt schauen.
looking at things differently. Versammlungsfreiheit in der Münzprägeanstalt. Grayson Perrys bunte Welt ist jetzt im Monet de Paris zu sehen.